Hallo, heute zeige ich euch einen weiteren MP3-Player aus der Serie Billigst MP3-Player. Da habe ich vor einiger Zeit mit angefangen, mir mal einige Player ins Haus zu holen, wo man es wirklich kaum glaubt, wie teuer die sind. Besonders diese hier, das sind glaube ich die günstigsten, die ich gefunden habe. Die kosten ja auf den bekannten Online-Marktplätzen und Auktionshäusern etwas über 1 Euro, inklusive Versand wohl bemerkt. Also das ist wirklich kaum zu glauben, wie das überhaupt möglich ist, dass da noch jemand Gewinn dran machen kann. Geschweige denn, dass da jemandem irgendwelche Lohnkosten für bezahlt werden können, der sowas herstellt. Aber gut, darum soll es heute nicht gehen. Wir schauen uns das einfach mal an, wie das Ganze hier verarbeitet ist. Ihr könnt das auf den ersten Blick schon erkennen. Manche Sachen stehen ein bisschen ab hier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich glaube schon. Das Ganze gehalten ja im iPod Nano Style, würde ich sagen. Gibt es in verschiedenen Farben, die man sich aber nicht aussuchen kann. Das würfelt der Händler, also zumindest bei den meisten Händlern kann man das sich nicht aussuchen. Diese Player, die werden von zig Dutzend Händlern geführt und die meisten, die werfen einfach nach Zufallsprinzip die Farben dann in das Paket. Das Ganze kommt einfach verpackt hier in so einer Luftpolsterfolie, ohne Anleitung, ohne irgendwas. Das Einzige, was man noch dabei hat, ist jeweils pro Player ein Mini-USB-Kabel und pro Player auch ein Set von Ohrhörern, wobei man dazu sagen muss, dass man die wirklich vergessen kann. Ich habe hier mal ein Pack ausgepackt, da gibt es verschiedene, zum Beispiel diese In-Ohr-Hörer hier, die sehen vielleicht ganz nett aus, aber man kann sie gelinde gesagt vergessen. Das ist ganz, ganz grottige Soundqualität, da fehlen die Höhen und die Tiefen, die Höhen, die übersteuern und die Tiefen, die sind überhaupt nicht da. Also es ist sehr, sehr schlimmer Sound. Dazu kommt, dass die Klinkenkontakte von sämtlichen von mir getesteten billigst MP3-Playern massive Wackelkontaktprobleme haben. Das sind auch wirklich die Klinkenstecker hier, das sind nicht die Klinkenbuchsen an den Playern, sondern das sind die Stecker. Also benutzt bitte, wenn ihr euch solche billig MP3-Player kaufen wollt und wenn ihr das ordentlich beurteilen wollt, was die für eine Soundqualität abgeben, dann benutzt bitte eigene Kopfhörer, wie zum Beispiel diese hier, mit denen ich das jetzt gleich auch testen werde. So, schauen wir uns jetzt aber erstmal den Player an. Der sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier vorne ein Bedienfeld, ohne Display natürlich, in der Mitte mit Play-Pause-Taste, damit wir die Wiedergabe ja starten und pausieren können. Hier haben wir den Vorknopf, mit dem wir zum nächsten und zum vorherigen Lied hier kommen können. Natürlich auch spulen können wir damit, wenn wir das gedrückt halten. Und hier oben und unten Minus und Plus, das sind die Lautstärke-Tasten, mit denen wir die Lautstärke verändern können. Ihr könnt das sehen an dem Tastenrad, das ist nicht sauber verarbeitet. Hier steht es ein bisschen hoch. Das ist von Player zu Player unterschiedlich. Wenn wir uns zum Beispiel mal den Orangen hier anschauen, da steht es nicht hoch. Das sieht sauberer verarbeitet aus jetzt, zumindest das Tastenrad hier vorne. Wie gesagt, ich hatte auch einen Player dabei, ich glaube der schwarze ist es, der hat gar kein Lebenszeichen von sich gegeben, das heißt der funktioniert bis heute gar nicht, also man hat hier eine gewisse Ausschussrate auch unter diesen Playern. Es ist im Grunde genommen Elektroschrott aus der Fabrik und sie funktionieren aber, manche funktionieren und das möchte ich euch jetzt eben zeigen. Wir haben hier auf der linken Seite einen Mini-USB-Anschluss, da können wir das Ganze drüber aufladen, hat einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Und wir können auch Daten hier drauf kopieren. Einen eingebauten Speicher gibt es nicht. Aber wir können Micro-SD-Karten einlegen bis zu 8 GB und dann über diesen Mini-USB-Anschluss Daten auch hier drauf transferieren. Allerdings muss man dazu sagen, die Übertragungsgeschwindigkeit, die ist dann sehr, sehr mies. Die liegt bei ungefähr 300 Kilobyte pro Sekunde, wenn es hochkommt. Deshalb nehmt die SD-Karte lieber raus, befüllt die woanders in einem externen Kartenleser oder irgendwo und steckt die dann wieder hier ein. Ansonsten, zumindest wenn man viel Musik hier drauf kopieren möchte über den USB-Anschluss, wartet man sich hier einen Wolf. Auf der Rückseite haben wir einen Clip, der ist sogar aus Aluminium, das fühlt man hier, das ist kühl, zumindest kein Plastik, irgendwas Metallisches, ich weiß nicht, ob es Alu ist, aber man hört es auch, glaube ich, geringfügig und der sitzt auch sehr, sehr stramm, den kann man sich irgendwo an den Hemdkragen, an die Hosentasche oder sonst wohin machen. Die Feder da unten drin, gut, muss man sehen, wie lange die hält, besonders wenn man das hier oft strapaziert, ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt, da unten drin. Und auf der Seite haben wir dann noch hier den Ein- und Ausschalter. Könnt ihr hier sehen, einen kleinen Schiebeschalter. Dann haben wir hier auch eine LED, die angeht. Die ist hier, könnt ihr sehen, die rote hinter der Verkleidung einfach versteckt. Wenn ich das ausschalte, geht die aus. Und die blinkt kurz, wenn sie die Musik einliest. Jetzt ist ja auch gar keine Speicherkarte drin. Das mache ich sofort. Was ein bisschen blöd ist, zeige ich euch jetzt hier, ist, dass dieser Powerknopf direkt neben der Klinkenbuchse platziert ist. Das wird jetzt hier, besonders bei dickeren Klinkensteckern, wird das ein bisschen eng. Dann kommt man hier kaum noch hinter. Ihr könnt das sehen, um den auszuschalten. Aber ich
empfehle euch auf jeden Fall, benutzt, wenn ihr diese MP3-Player benutzen wollt, eigene Kopfhörer. Ansonsten werdet ihr von vornherein enttäuscht sein, denn das hier, alles was hier im Hintergrund liegt, das ist der absolute Schrott, muss man wirklich sagen, kann man direkt in die Tonne kloppen. Ich werde jetzt mal eine Micro-SD-Karte einlegen, damit wir uns das Ganze hier auch mal in Aktion angucken bzw. anhören können. Das hier ist eine 8 GB Micro-SD-Karte. Wir können bis zu 8 GB auch nur hier einlegen, diesen Playern. In manch anderen Billig-MP3-Player, da lassen sich bis zu 16 GB einlegen. Hier ganz standardmäßig, habt ihr vielleicht gehört, rastet die Micro-SD-Karte ein. Wenn wir sie wieder raus haben wollen, dann drücken wir einfach kurz da drauf. Wir hören das Klick und ja, sie kommt raus. Ganz normal, wie das von Micro-SD-Karten üblich ist. Achtung! So, ihr habt es vielleicht gehört, verschwindet sie da drin. Was machen wir als nächstes? Das Ganze einschalten. So, schauen wir mal. Jetzt hat das Ganze hier Saft und auch Musik zur Verfügung. Wir sehen, die Musik wird gelesen. Das blinkt hier, die rote LED, und ihr hört es vielleicht im Hintergrund schon. Hier läuft definitiv Musik und ich kann das Ganze jetzt ein bisschen steuern hier. Ich kann zum Beispiel vorspulen, indem ich hier den Weiterknopf halte. Ja, das Ganze funktioniert gut. Hier kann ich die Wiedergabe anhalten in der Mitte und weiterlaufen lassen. Hier geht die Lautstärke runter und hier geht die Lautstärke wieder hoch. Ja, meine dicken Finger verdecken alles, aber ihr habt, glaube ich, gerade schon gesehen, beim Drücken der Tasten, hier kommen die teilweise stellenweise ja bedenklich hoch. Muss man sehen, vielleicht fliegen sie irgendwann ab. Gut, für den Preis von 1,17 Euro, glaube ich, pro Stück kann man da nicht wirklich viel erwarten. Hier sieht man das auch, hier kommt man schon fast runter. Lässt sich auch nicht reindrücken wirklich, das ist irgendwie alles sehr schief gemacht hier. Gehen wir mal zum nächsten Lied, ob das geht. Ja, das Bedienfeld funktioniert offensichtlich gut. Ich hoffe, ihr könnt die Musik hören. Und ja, die anderen Player im Hintergrund brauche ich euch nicht wirklich noch zeigen. Die haben genau den gleichen Funktionsumfang natürlich. Gibt es in verschiedenen Farben. In Pink, Lila, Schwarz, Silber, Orange, Grün und Blau, glaube ich, auch noch. Zusammenfassend würde ich sagen, dieser kleine Player hier im iPod Nano Style, der hat einige positive Punkte durchaus. Der hat guten Sound, die Bässe und die Lautstärke, die ist okay. Man kann die Lautstärke schön hochdrehen. Wie gesagt, eigene Kopfhörer verwenden mit den mitgelieferten, kann man das nicht beurteilen. Da ist die Soundqualität absolut grottig. Die haben keine Höhen, keine Tiefen und gar nichts. Bitte andere Kopfhörer oder Ohrhörer verwenden, dann könnt ihr das ganz gut beurteilen und dann ist der Sound gar nicht so schlecht, zumindest für 1,17 Euro nicht. Positiv ist natürlich auch dieser Clip hier, dass man das schön festigen kann. Das Ganze ist schön leicht und hat ein Metallgehäuse. Das gibt es auch noch als Pluspunkt hier, nicht nur hier hinten, sondern hier. Das ist alles kühl, also ich nehme mal an, das ist ja Aluminium, ich weiß es nicht genau, stand nirgendwo. Was auch schön ist, auch noch ein weiterer Pluspunkt, dass wir, wenn wir den MP3-Player ausschalten und wir schalten ihn wieder ein, dass er dann zumindest in der Regel am gleichen Lied und sogar an der gleichen Stelle im Lied weiterspielt. Wir können das jetzt mal eben ausprobieren. Ganz genau, ihr habt es vielleicht gehört. Er ist immer noch mitten im Lied drin. Das ist aber je nach Lied unterschiedlich. Das kann ja je nach Dateiformat, wenn ihr MP3 oder WMA unterstützt, der Player, wenn ihr das habt, in verschiedenen Bitraten oder in verschiedenen ja, Einstellungen, die es da gibt für die MP3-Dateien, dann kann das hier unterschiedlich sein und der Player, der kann nicht in alle Lieder wieder einsteigen nach dem Wiedereinschalten. Kommen wir zu den Negativpunkten, die gibt es natürlich auch. Der Ein-Ausschalter, der ist ein bisschen blöd platziert, habe ich euch gerade schon gesagt. Es gibt keine Tastensperre, könnte ein bisschen lästig werden hier, wenn man den irgendwo eng in der Hose verstaut hat. Die Verarbeitung natürlich von den Knöpfen, ganz klar zu sagen, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu sprechen, könnt ihr hier sehen, das ist unsauber. Aber ich denke mal, für 1,17 Euro kann man nicht mehr erwarten. Am besten, man bestellt sich eine Handvoll von diesen Geräten und sucht sich dann den am schönsten verarbeiteten aus, wie zum Beispiel den hier. Wir sehen zum Beispiel auch, der ist von der Seite hier auch ein bisschen anders designt, andere Schriftzeichen drauf hier. Also ja, die variieren ein bisschen, die werden, glaube ich, von verschiedenen Herstellern in zig verschiedenen Fabriken hergestellt nach diesem Muster. Muss man sehen, bestellt euch davon eine Handvoll, wenn ihr die haben wollt, und sucht euch den schönsten aus, den Rest verschenkt er oder schmeißt er weg, ich weiß es nicht, auch wenn ich kein Freund von Elektromüll bin. Weiterer Negativpunkt ist natürlich, sagte ich schon, das sehr langsame Kopieren der Dateien bei eingelegter Micro-SD-Karte. 300 Kilobyte pro Sekunde, mehr schafft er nicht, weil wahrscheinlich ja dieser USB-Controller hier, der die Daten über den Mini-USB-Anschluss annimmt, irgendwie extrem schlecht ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war der kleine MP3-Player im iPod Nano-Style für 1,17 Euro. Und ja, danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich hoffe, das war euch eine kleine Hilfe. Ihr könnt mich ja mal wissen lassen, was ihr von solchen Billig-MP3-Playern haltet in den Kommentaren, wenn ihr damit Erfahrung habt, gute oder schlechte. Und ja, ich danke euch für eure Zeit für dieses Video. Ich bin raus, macht's gut. Ciao, ciao.